Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus. Schwerpunkt der heutigen Sitzung war erneut die Flüchtlings- und Asylpolitik. Das Präsidium der CDU Deutschlands hat einhellig die Verständigung der drei Parteivorsitzenden vom Ende der letzten Woche begrüßt. Damit ist ein wichtiges Signal ausgesendet worden. Das Asylpaket 2 kann diese Woche endlich ins Kabinett und die dort verankerten Maßnahmen werden helfen und sind ein Baustein, um die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, weiter zu reduzieren. Damit verbunden ist ein Thema erörtert worden, das auch in der öffentlichen Debatte breiten Raum einnimmt. Wie gelingt Integration? Diejenigen, die befristet und diejenigen, die länger bei uns bleiben werden, also die eine sogenannte Bleibeperspektive haben, brauchen auch eine Perspektive, was das eigene Leben betrifft, was die Integration in den Arbeitsmarkt betrifft. Wir haben von unterschiedlichen Mitgliedern im Präsidium spannende Beispiele erzählt bekommen, wo die Bürokratie dem im Wege steht. Und daraufhin hat das Präsidium beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die erste Vorschläge erarbeiten soll, bereits bis zur nächsten Sitzung des Bundesvorstands, bei dem wir der Frage nachgehen wollen, was kann getan werden, um entsprechende Hürden zu senken und mehr Flexibilität zu schaffen. Ein Beispiel nur, ein Kollege aus dem Präsidium hat berichtet, dass man, das haben wir erst vor kurzem eingeführt, ein polizeiliches Führungszeugnis braucht, wenn man in einem Sportverein einen Minijob, eine Nebenbetätigung ausüben will. Das gilt auch, wenn man den Rasen mäht. Und all diese Fragen muss man einmal diskutieren, wenn es darum geht, Menschen schnell eine Perspektive zu geben und sie zu integrieren, ob wir dort nicht an einem zu viel an Bürokratie leiden. Das Thema wird uns beschäftigen, denn wir sind der Überzeugung, Integration hat auch was mit Geld zu tun, mit Mitteln, die man bereitstellt, aber nicht alleine. Und deswegen wollen wir hier Vorschläge, ganz konkrete Vorschläge erarbeiten und mit dem Bundesvorstand diskutieren. Ebenfalls als wichtiges Ergebnis der Konferenz der Ministerpräsidenten begrüßen wir die Entscheidung, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Das hat die CDU bereits vor 2 Wochen beschlossen. Die SPD zieht nun mit, aber auch die Grünen müssen mitmachen. Und es reicht eben nicht aus, wenn Herr Kretschmann grundsätzlich offen ist, sondern es ist notwendig, dass er seine Partei auf diesen Kurs einschwört und bei den Parteifreunden dafür wirbt, damit wir hier das, was wir regeln können, auch selber regeln. Neben den Fortschritten auf europäischer und internationaler Ebene, von der die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin im Rahmen der Sitzung ebenfalls berichtet hat. Es ging nochmal um den Besuch des italienischen Ministerpräsidenten und die Ankündigung, dass auch Italien sich jetzt an der Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei beteiligen wird. Auch die gemeinsamen Überlegungen Italiens und Deutschlands für einen Ausbildungseinsatz für libysche Sicherheitskräfte müssen entsprechend weiter vorangetrieben werden. Da war sich das Präsidium einig. Und wir wollen eben auf diesem Wege neben der Balkanroute ein deutliches Signal zur Bekämpfung der kriminellen Schlepper auf beiden Routen oder in beiden Orten entsprechend setzen. Weiterer Gegenstand der Erörterung war die Geberkonferenz für Syrien in London, bei der ja Vertreter von rund 70 Staaten zusammenkommen werden, um auch darüber zu sprechen, wie man ausreichend Mittel zur Verfügung stellen kann, um den Flüchtlingen in der Region zu helfen. Auch das wird für dieses Jahr ein wichtiges Thema sein. Und wir haben die Vorbereitung für den Europäischen Rat Mitte Februar in den Blick genommen. Dort muss die EU Handlungsfähigkeit beweisen und wir müssen eben dort die nächsten Schritte tun, damit wir auch der gesamteuropäischen Verantwortung gerecht werden.